Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich diese auch erscheinen mag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen parapsychologischen Untersuchung. Ja, vielleicht erkennen die ein oder anderen die Location wieder, wenn sie bei Mr. Lost waren, alias Björn. Wir sind in dem schönen Waldfriedhof und für die, die das Video vielleicht nicht gesehen haben oder eine kleine Erinnerung brauchen, als der Björn hinterher durch war, hatte er festgestellt gehabt, dass nicht nur der Akku seiner Kamera, sondern auch seine Powerbank, die wirklich sehr viel Energiekapazität hat, komplett leergesogen war. Und das war halt schon ein bisschen komisch. Und deswegen sind wir heute hier und schauen mal, ob wir nachts irgendwas einfangen können, sei es Ton, Bild oder vielleicht auch die Sache, dass die Energie entzogen wird. Und wie immer nehmen wir euch natürlich gerne dabei mit. Viel Spaß. Ich glaube, das ist der erste Stein hier. Also theoretisch. So, dann fangen wir mal an. Ja. Das ist das erste Grab. Mal gucken, ob wir was finden. Ich gehe mal jetzt ein bisschen von links ran. Okay, das warst du jetzt oder was hat das ausgelöst? Okay. Manchmal ist es ein bisschen empfindlich. Jetzt nicht aufs Grab treten. So. So, ist hier irgendwas. Wenn man zu nah rangeht, ne, hat man natürlich einen Ausschlag. Aber sonst. Okay, das Metall jetzt, die Schrift oder der Stein? Nee, was das schlägt einfach jetzt nur, aus? Das Ding baut ja selber ein elektromagnetisches Feld auf. Und wenn irgendetwas, sag mal, Festes, oder zum Beispiel wie jetzt auch hier, was halt selber ein Feld erzeugt, Steine sind ja jetzt auch nicht davon, genau, das wird dann auch als Ausschlag genommen. Okay. Da muss halt sehr nah rangehen, ne? Aber jetzt Steine auf jeden Fall, da hast du einen guten Ausschlag, aber sonst ist hier nachgehen hier, aber ne. So. Das sieht aus, als wenn hier auch ein Grab gewesen wäre. Ja, ich würde sagen, da steht auch, glaube ich, noch ein Stein. Ah, hier ist auf jeden Fall noch so eine Art Gießkanne hier, das ist auch so für Blumen benutzt wird. Ah ja, genau. Ich schätze mal, das war hier. Aber wenn du dir mal anguckst, wie das Grab aussieht, da ist ja fast gar nichts mehr zu erkennen, bis auf das der Stein, ja. Man gar nicht gesehen von da. Gut versteckt. Ja. Ach, wenn man es hier so geht, sieht man ja. Also recht zu nah. Das ist ja eigentlich nichts. Das zu erwarten, das ist der Stein, ne? Wenn man da wieder daneben geht. Klar. Aber sonst hier. Hier, muss er einfach gewesen hier sein. Wird, genau, wenn die Treppe hier ist, dann war da auch auf jeden Fall ein Grab hinter. Das Problem ist jetzt bei so vielen Ästen, wirst du, wenn du da, ja, so, oder jetzt reinhältst, ist eigentlich eher die Äste. Da ist der Baum. Also eine Begrenzung ist hier auf jeden Fall. Also da, wo du jetzt hingehalten hast, vorne, wird auf jeden Fall was sein. Da ist ein Stein gewesen, da vorne genau, drunter, aber sah gerade so aus. Ein Stein gewesen ist. Sieht man da was? Weil, guck mal, wenn du jetzt hier mal so durchguckst. Ja. Siehst du, da hinten steht noch ein Stein, ja genau. Ja, aber ich glaube, das ist der Weg, wo der Baum umgefallen ist, wenn man ein bisschen weitergeht. Ja, wir können ja gucken, dass wir da gleich nochmal um die Ecke. So, ja, hier ist die Bewässerung. Ne? Ist aber schon ziemlich lange leer. Du hast ja gesagt, der ist jetzt aufgegeben, ne? Und ein Stück weiter genau. Ist dann der noch benutzt wird. Aber guck mal, da führt gar kein Weg hin, ne? Wo müssten wir denn jetzt abbiegen, um da reinzukommen? Ja, doch da vielleicht, sehr da oben. Frage. Also hier vorne ja, ist doch, da, Weg noch genau. Direkt, ne? Ja. Währenddessen habe ich ja das Gerät die ganze Zeit an. Wenn du was ausschlägt, dann nehmen wir das so, dann gehen wir hier rein. Also hier wird eins gewesen sein. Oh. Los.
bin ich wahrscheinlich schon auf dem Grab. Ich denke. Aber. Nee. Auch kein Ausschlag. Ah, guck mal, das ist der Stein, den wir von unten gesehen haben. So, mal gucken. Der ist aber ordentlich zugesichert, ne? Und mal gucken, wie wir da am besten reinkommen. Ja, Tröpp, hier. Na, oh, der war mit Sicherheit nicht billig, der Stein, so wie der aussieht. Ja, besonders der Größe auch, ne? Mhm. Ja, Marmor, schätze ich. Mhm. Sieht schwer getan. Ja, mal gucken, ob hier irgendwas ist. Aber, ja, wie schon. Mhm. Schade, dass du zu nah reingekommen bist. Aber so. Ja, wir gehen nochmal Treppen hoch. Nur sind hier keine Steine, keine Grabsteine mehr. Hier vorne drunter. Da ist ein alter Blumentopf noch. Aber da, guck mal, da wächst sogar noch ein kleines Bäumchen drauf, was da mal irgendwann. Ist der vertrocknet oder wächst da noch? Das kann ich hier nicht benutzen. Oh, naja, das sieht sehr vertrocknet aus. Das ist eher wie so ein Gesteck, was ungefähr, keine Ahnung, gefühlt da so 10 Jahre liegt. Ja, so sieht das auch aus. Schon eingemottet ist. So, aber. Ja, das Amt ist leer. Ich würde sagen, da hoch. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Weg. Ja, hier rechts ist, glaube ich, auch wieder was. Ne? Mhm. Da kann man ja auch drauf. Oh, die sehen echt ganz schön verwüstet aus, ne? Ja. Aber man sieht man ja auch an den umgestürzten Bäumen hier, ne? Die hat man ja auch einfach liegen lassen. Auch kaum, dass man hier sonst die Sturmschäden beseitigt. So. Okay, hier war wo war was? Ja. Aber man sieht, sieht man nichts. Wir haben es gerade in zwei Gruppen geteilt. Ich bin in Begleitung mit jemandem, der hat das K2. Der, wenn da was ist, meldet er sich, dann zeige ich euch das natürlich. Ich selbst bin mit der Thermalkamera bewaffnet. Und ja, wenn da natürlich was ist, sage ich euch natürlich auch Bescheid. Und würde sagen, dann gehen wir einfach mal los. Auch wenn wir jetzt sehen, dass diese roten Punkte hier, das ist nichts Besonderes. Das sind die Bäume, genau genommen das Wasser in den Bäumen, was im Xylem gespeichert ist. Und das ist halt tendenziell wärmer, wie ihr seht. Wir haben hier zum Beispiel der 13 Grad. Und die restliche Umgebung, die nicht so gut speichert, ist halt ein bisschen runter bei 12 plus. Und das, was ihr gerade gehört habt, und immer noch hört wahrscheinlich, das ist ein Nachtvogel, allerdings kann ich euch nicht sagen, welcher. Die Gräber sind immer bergauf gereiht, auch wenn wir es hier jetzt nicht sehen. Wir müssen das hier kurz durch. Und hier geht schon die erste Serpentine nach oben.
Rauchausschein. Hier ist tatsächlich das Ende vom Friedhof. Man sieht auf jeden Fall gerade keine Gräber. Mal gucken, ob noch später was kommt. Ist auch schon ganz schön zugewuchert hier. Obwohl der ganze Friedhof sich selbst ein bisschen überlassen ist und deswegen zerfällt. Aber der Teil ist besonders wild hier. Ich glaube, hier ist dann auch Sackgasse, wenn wir nicht komplett querfeldein wollen. Kommen wir, glaube ich, auch nicht runter mehr. Aber da unten, wie ihr seht, wir sind jetzt ein Stückchen bergauf gelaufen. Da unten ist dann eine Gräberreihe. Da gehen wir jetzt hin und machen da weiter. So, das ist die Kreuzung, wo wir uns für den rechten Weg entschieden haben. Und jetzt biegen wir hier links ab und ihr seht, hier ist eine immergrüne Pflanze. Ich kann den Jan später mal fragen, wie die heißt. Der hat letztens schon den Namen gewusst. Ich vergesse ihn nicht immer. Und da seht ihr, ist eins dieser alten, ich sag mal, leicht verwitterten Gräber. Man kann auch das reingesteckte Steinkreuz sehen. Wir sehen ja eigentlich nur eine Stufe, die hingeführt hat und die Befriedung. Grabsteine sind ja in der Regel am Kopfende. Aber ihr seht, die sind entweder nie vorhanden gewesen oder sind zumindest jetzt nicht mehr. Thermal macht das natürlich alles auch nicht wirklich viel Unterschied. Aber sicherheitshalber messen wir natürlich trotzdem immer mit. Man weiß ja nie. Das ist ein kleiner Wasserhahn. Die Stufen hier führen halt auch hoch zu dem Grab. Ihr seht, das sind so diese Befriedungen, nenne ich es mal, die halt die Grabstätte markieren. Aber jetzt einen Namen von einem Verstorbenen oder so lässt sich hier nicht mehr erkennen. Die immergrüne Pflanze, die erkenne ich auch, das ist Rhododendron. Da. Hier führt eine kleine Treppe hoch und da sieht man noch die Reste von den Grabsteinen. Und hier natürlich nicht lesbar. Auch da eine kleine Einsteckung. Ich glaube, da steht sogar ein Name drauf, den man aber wegen Verwitterung nicht mehr lesen kann. Auf jeden Fall ist da, glaube ich, was eingraviert. Ich laufe euch jetzt einfach mal seitlich, damit ihr mal so einen kleinen Überblick davon bekommt. Da kommt natürlich jetzt ein Baum. Aber da sieht man, dass die Gräber auch schon länger nicht mehr gepflegt wurden. Ansonsten würde nicht so ein Baum natürlich drüber wachsen. Da, das lässt sich gut erkennen. Eheleute, Billy Bossmann ist für den Friedhof jetzt eher ein bisschen untypisch, weil als Mr. und Mrs. Lost hier waren, hatten sie ja hauptsächlich Familiengräber entdeckt. Und das ist natürlich jetzt eher eine spezielle Sache. Die meisten würden es vielleicht gar nicht mehr für den Weg halten, aber ihr seht, das sind immer noch ein paar Treppen, ein paar Stufen. Thermalkamera sagt natürlich auch nicht besonders viel. Am ehesten könnten wir natürlich erwarten, dass wir ein Tier hier sehen. Ah, da steht der Name sogar auf der Befriedung, wahrscheinlich weil es so zugewuchert ist mit. Nee, kann ich euch nicht sagen, was für eine Pflanze ist, erkenne ich nicht. Daneben ist auf jeden Fall eine Stechpalme. Hier, schaut mal, die Bürger, die jetzt komplett zerlegt, schon länger. Die liegt nicht erst seit ein paar Tagen hier. Da hinten ganz versteckt könnte der Grabstein sein, schon vom Laub komplett überwuchert. Auf der anderen Seite, damit ihr es mal seht, das ist wie gesagt auf einem Berg gelegen, geht es halt komplett abschüssig runter. Und ihr hört es vielleicht überall. Hm?
Also, ich mache die Aufnahme mal lauter, vielleicht hört ihr es. Wir hören es auf jeden Fall gut. Es knackt hier überall. So oben von ein paar Vögeln. Das andere könnten Tropfen sein. Es soll heute eventuell regnen, aber die Luftfeuchte kommt ja auch bei Temperaturabfall runter. Aber wir haben auch die Vermutung, dass ein paar größere Tiere unterwegs sind. Ich glaube, das ist ein kleiner Blumentopf, der da umgekippt liegt. Ah, hier. Ich sagte doch, Stechpalme. Hier sieht man so gut die Früchte. Wir haben uns jetzt entschieden, doch noch ein Stückchen weiter zu gehen. In der Hoffnung, dass vielleicht ein paar Städte nicht zu sehen sind. Und hier hat es sich wohl schon gelohnt. Ein altes Stück, oder vielleicht nicht, aber ein Stück aus Keramik. Könnte gewesen sein, dass man da kleine Gabe reingetan hat oder vielleicht eine Kerze, so von den Öffnungen her. Sieht das für mich nämlich aus wie so ein kleines Licht, wo man ein Teelicht reinstellt und dann leuchten die Formen raus. Aber wie gesagt, jetzt kann man es eigentlich nicht mehr unterscheiden, ob es ein Friedhof ist oder ich sage einfach ein Waldspaziergang. Aber da ist eine Parkbank. Nee. Ich würde fast schon wetten, wenn ich mich drauf setze, bricht sie zusammen, aber das testen wir jetzt nicht aus. Das lassen wir Björn machen. Der macht sowas gern. Da und hier tatsächlich nach, ich sag mal, einer Weile, wo nichts kam, kommen jetzt tatsächlich Grabsteine. Hier ist gerade genau das Gegenteil. Hier sieht man keine Befriedung, aber man sieht einen Stein. Und der ist merkwürdig meines Erachtens. Wenn ich das richtig sehe, ist der wie pro forma. Da ist keine Beschriftung drauf und war wahrscheinlich nie eine. Oder der ist umgekippt. Ja, und hier kommt gleich ein Stück Absperrband. Frage ist, wofür? Ah, hier sind auch wieder Grabstätten. Die sind schon so lange alt, da wächst schon ein Baum drauf. Schwer zu sagen, wie alt der Baum ist, weil er nicht in die Höhe direkt gewachsen ist, sondern eher in die Weite wegen Licht auch. Anhand der jungen Triebe und der alten, also würde ich ihm 20 Jahre geben, vielleicht sogar 15 nur, aber mindestens 15. Ah, aber hier war tatsächlich mal jemand. Das ist mit einer Heckenschere geschnitten, eindeutig. Ja. Das sind glatte Schnitte. Ihr seht unter den Bäumen überall noch Befriedungen. Und da hinten, da ist wohl dann der Weg zur Serpentine. Das. Leute, gebt euch mal den Cut. Schaut euch mal den Boden an. Wir sind hier im Wald, ne? Ihr habt den Laubboden gesehen. Und dann zack, Gras- und Moosweg. Wie jetzt, wenn zwei Welten aufeinandertreffen. Ja, hier wäre ich auch dafür. Es hat schon einen Flair. Aber vielleicht ist das auch der modernisierte Teil. Das sieht eigentlich deutlich besser halt aus. Die Treppen sind schrecklich. Ja. Wir sind nebenbei jetzt an einem Teil von Friedhof angelangt, von dem wir nicht erwartet haben, dass wir hinkommen. Streng genommen erinnere ich mich tatsächlich auch nicht, das bei Pion gesehen zu haben. Das ist. Das sind lauter Grabsteine. Ja, ja, deswegen. Das ist wie. Oh, hier sind auch Gräber. Das sind russische Gräber. Das sind wahrscheinlich ja. Das sind Soldatengräber wahrscheinlich. Das unten, das sieht asiatisch aus. Welches weiß ich nicht, könnte koreanisch sein, ne? Ja. Das Liegezeichen zumindest, die linken zwei, sehen nicht russisch aus, oder? Nee,
Leute, ich glaube, hier sollten wir irgendwas machen, auch wenn es von unserem Startpunkt weit entfernt. Hier, guck mal, hast du Tafel, kannst du lesen. Hier ruhen 38 russische Staatsbürger, verstorben in deutscher Gefangenschaft. Mach ruhig. So mach ruhig. Essen. Ist okay. So. Man hat schon das Gefühl, als wäre hier ständig irgendwie irgendwas ringsrum immer, ne? Ja, man hört dauernd hier was. Vor allem, als wir uns hier genähert haben, ist lauter geworden. So, wir sind jetzt ganz clever. Wir müssen ja eh zurück. Es gibt keinen anderen Weg. Wir gehen jetzt mal, wie das so vernünftige Menschen machen, direkt auf die Geräuschkulisse zu. Nebenbei, falls hier eine Entität oder mehrere sind, ihr dürft gerne mit uns kommunizieren und uns sogar berühren. Aber ihr dürft uns nicht wehtun oder uns nach Verlassen des Ortes folgen. Das sieht schon geil aus hier. Vor allem, wie weit die Strahlen gehen. Das hat nochmal einen ganz anderen Effekt, als wenn man das irgendwo in einem Raum macht. Ich laufe da jetzt extra mal einmal durch. Komisch. Das ist dann wirklich ein Metallgeländer, ein Metall auf Metall, oder? Komisch. Das ist dann wirklich ein Metallgeländer, ein Metall auf Metall, oder? Das komplette Licht hier wiedergeben, beziehungsweise kriegen. Schon.
wirklich schmeichelt. Aber waren drei, vier neben mir gerade. Ich weiß nicht, ich hab nicht hingeguckt. Ich hab nur die Einschläge links neben mir gehört. Auch fast erwischt, ich bin eine Eichel. Aber waren drei, vier neben mir gerade. Ich weiß nicht, ich hab nicht hingeguckt. Ich hab nur die Einschläge links neben mir gehört. Während die Jungs da noch ein bisschen aufbauen, können wir schon ein paar Fragen stellen. Mein Name ist Eckbert, der Mann neben mir mit dem roten Licht ist der Björn. Wie heißt du? Warst du ein Soldat? Warst du in einem Gefangenenlager? Minyasavut Eckbert. Stoi. Das hier ist ja ganz schön abgelegen. Hier kommen schon öfters Leute her, oder? Möchtest du vielleicht mit uns reden? Ich lasse das hier mal ein bisschen liegen. Vielleicht kommt ja was. Mhm.
Mein Name ist Eckert. Wie heißt du? Warst du ein Soldat? Und damit herzlich willkommen zum Auswertungsteil. Ja, wie ihr in dem Video gesehen habt, hatten wir ein paar interessante und schöne Aufnahmen von diesem relativ schönen Friedhof. Trotz seines Zerfalls hat er eine sehr anmutige Ruhe, sage ich mal, ausgestrahlt. Bis auf die Tatsache, dass es überall dauernd knackte. Gut, es war Herbst, es waren im Wald. Tiere, Laub, Früchte wie Eicheln etc. kamen natürlich dauernd runter. Aber es gab auch ein paar Situationen, da war das Knacken so zahlreich, da fragte man sich wirklich, was ist hier los? Vergleichsweise waren wir halt schon ein paar Mal in anderen Wäldern, wo geräuschtechnisch nicht so viel los war. Mit bloßem Auge gesehen haben wir nichts und wie ihr in der Auswertung jetzt gesehen habt, hatten wir auch da nicht irgendwas Besonderes aufnehmen können. Keine Stimmen, keine Bilder von Geistern oder irgendwelche elektronischen Anomalien oder Temperaturanomalien. Also nichts Besonderes. Ja, auf Punktgitter hat man einmal eine vertikale und einmal eine horizontale Bewegung gesehen. Das Vertikale war bestimmt glatt, das Horizontale, schwer zu sagen, war nicht besonders groß. Wahrscheinlich eine Maus oder eine Ratte, würde ich mal schätzen. Lässt sich natürlich abschließend nicht ganz einordnen, aber mit Sicherheit war es nichts Paranormales. Wir haben deswegen auch einen Parascore von Instagram Null. Es war wirklich nichts auf den Aufnahmen, was auf irgendwas Paranormales hindeutet. Mr. und Mrs. Lust hatten ja bei ihrer ersten Begehung am Tag die Sache gehabt, dass die Akkus bei ihnen sich entleert hatten. Sogar die Powerbank ist leer geworden. Das ist natürlich in dem Sinne besonders, weil eine Powerbank speichert halt ordentlich viel Energie. Und die leer zu kriegen, das geht halt nicht ganz so schnell. Die meisten wissen das. Und auch das konnten wir bei uns nicht feststellen. Also weder die Lampen noch die Akkus von den Kameras oder von den Messgeräten. Nichts war irgendwie besonders entleert worden und stelle ich natürlich dann die Frage, waren wir vielleicht zur falschen Zeit an dem Ort? Vielleicht war da tatsächlich nichts, weil wir einen ungünstigen Zeitpunkt erwischt haben. Oder aber vielleicht ist da auch ganz einfach nichts. Ungeklärt bleibt natürlich, warum sich beim Björn, also bei Mr. Lust, diese Sachen so stark entleert haben, bei uns nicht. Das müssen wir hier an der Stelle offen lassen. Das können wir hier nicht beurteilen. Wir können jetzt nur von unserer Untersuchung sagen, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt da mit ihm zusammen unterwegs waren, ließ sich nichts feststellen und ja, viel mehr kann ich zu dem Thema hier eigentlich auch gar nicht sagen. Ne? Wo nichts ist, kann man auch nichts auswerten. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ein bisschen interessant war immerhin der Ort selbst, fand ich, war besonders interessant. Auch, dass wir dieses Kriegerdenkmal doch noch entdeckt haben, weil wir wussten ja gar nicht, dass da eins in dem Sinne gab. Wir sind einfach nur durch den Wald und haben gesagt, Mensch, ihr müsst doch irgendwann mal wieder ein Grabstein kommen und ja, auf einmal änderte sich das Gesamtbild von dem Friedhof, von diesem, ich sag mal, nicht mehr bewirtschafteten Teil, wo überall Laub auf dem Boden war, kam man auf einmal wirklich wie so ein Schnitt durch die Landschaft, wo es auf einmal grün war, das Laub war gefegt, die Wege waren sauber und da fing auch das Kriegerdenkmal an, also das war schon irgendwie auch cool und hat sich, denke ich, zumindest rein optisch gelohnt, das zu finden, das ist ja doch ein bisschen versteckt.
Ja, dann kann ich nur sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, vielleicht wo ein bisschen mehr passiert. Wenn alles gut läuft, müsste als nächstes eine interessante Location kommen, die viele vielleicht auch als Urbexer kennen. Den Namen verrate ich jetzt noch nicht, nur so gesagt. Es gilt als einer der größten Spukorte Deutschlands. Das werden auch höchstwahrscheinlich mehrere Teile werden. Mindestens 3 kann ich jetzt schon sagen. Ich schätze mal 4. Dauert auch noch eine Weile, bis ich das habe. Ich hoffe, wie gesagt, dass das nächste Praxisvideo dann das wird, was dann so Mitte Januar ungefähr kommen muss. Und wie gesagt, freut euch darauf. Bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser und tschüss. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.